Wir haben gehört, also der Manuel Tunzer hat das ganz gut zusammengefasst, die Lugner City, das große Erbe von Richard Lugner neben dem Opernball, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden. Da ist tatsächlich die Frage jetzt schon ein bisschen ungeklärt, wie soll es da jetzt weitergehen? Was sind da jetzt deine Informationen? Wird Jacqueline, die Tochter, das Ruder übernehmen oder wird es doch Simone sein, die natürlich jetzt erst seit kurzem in dieser Position ist? Die hat ja auch erst, glaube ich, vor wenigen Tagen begonnen, offiziell hier zu arbeiten. Genau, vor wenigen Tagen ist sie sozusagen eingeführt worden in ihren neuen Job, aber eingeführt eben noch gar nicht. Also man hat sicher damit gerechnet, dass sie da mehrere Monate, vielleicht Jahre sogar in diesen Job eingeführt werden kann und das auch eines Tages übernehmen kann. Wobei natürlich hier, wie gesagt, auch Jacqueline tätig ist, schon seit vielen Jahren, die kennt sich wirklich gut aus. Es gibt zwei Zweige, es gibt ja die Kinowelt, es gibt das Shopping Center. Da hat es zunächst geheißen, dass es aufgeteilt wird, dass Simone sich um das Shopping Center kümmern wird und Jacqueline um die Kinowelt. So hat es Richard Lugner auch bei der Hochzeit ja auch noch einmal bestätigt, weil er meinte, Jacqueline hat mit der Kinowelt genug zu tun, Simone soll sich um das Shopping Center kümmern. Ob das jetzt tatsächlich so eins zu eins durchführbar ist, nachdem Simone noch keine Zeit hatte, sich einzuarbeiten, ist eben jetzt die große Frage. Die große Frage ist auch, also Fakt ist der, er hat alles noch geregelt. Es dürfte das Testament wirklich wasserdicht ausgefertigt worden sein, sodass es nicht zu vielen Diskussionen kommen soll. Aber wie wir wissen, aus vielen, vielen anderen Streitigkeiten, Erbstreitigkeiten und Nachlassstreitigkeiten diverser reicher und prominenter Leute, es kommt dann meistens trotzdem zu einem Krieg. Wir hoffen es nicht in diesem Fall, aber es könnte natürlich sein, dass auch hier die Streitigkeit ist, wer übernimmt welche Funktion, wer wird auch das Aushängeschild der Lugner City. Richard Lugner war das Aushängeschild der Lugner City, wird das einfach dann dabei belassen und man sagt dann so wie in anderen Shoppingcenter, okay, es trägt den Namen, aber es gibt eben nicht mehr das Gesicht dazu. Oder wird jemand anderer das vielleicht machen? Jacqueline, glaube ich, wird es nicht sein, weil Jacqueline bis jetzt immer sehr zurückhaltend war, was die Öffentlichkeit betrifft. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft noch mehr sein vielleicht, weil das war nie ihr Ding. Also sie ist nicht eine, die wie ihr Vater groß in den Medien sein will. Sie wird sich sicher im Background, wird sie das sicher toll weiterführen. Aber ich glaube nicht, dass sie als Aushängeschild fungieren wird. Mhm. Sie hat aber bei den Opernballabenden immer brav mitgespielt. Da hatte man schon auch den Eindruck, dass ihr das Spaß gemacht hat. Auch mit den Ehrengästen dann, also mit diesen Stargästen, die er hatte, essen zu gehen und sich fotografieren zu lassen. Auch ihr neuer Ehemann Leo Kohlbauer ist ja jemand, der das Rampenlicht nicht unbedingt scheut. Jetzt ist er bekannt geworden, dass die Loge schon reserviert ist in diesem Jahr. Was bedeutet das? Es gibt ja eine neue Regelung, dass man ja ohnehin jetzt schon, um überhaupt Mitglied zu sein, das heißt, um in diesen erlesenen Kreis aufgenommen zu werden und dort zu bleiben, dass man Logen mieten kann, da muss man ja schon von Haus aus pro Jahr eine Gebühr zahlen. Ja, also das dürfte Richard Lugner noch abgesegnet haben vor seinem Tod. Er dürfte sie schon reserviert haben, eben die Loge für den 27. Februar. Da ist noch sehr lange Zeit. Jetzt gilt es natürlich vor allem in erster Linie darum, die Lugner City, also alles Geschäftliche für die Lugner City zu klären. Aber natürlich ist der Opernball in der Familie Lugner weiterhin ein großes Thema und wir gehen jetzt alle mal davon aus, diese Loge wird auch besetzt sein. Ich glaube, das muss eigentlich auch so sein. Es wäre sehr traurig, wenn das gar nicht so wäre. Das wäre auch in seinem Sinne. Jacqueline Lugner hat sich ja bis dato immer schon jetzt auch um die Gäste gekümmert. Also sprich, alles die Verträge ausverhandelt mit den Stars. Also das ist nicht das Problem. Die Frage ist, wer ist der offizielle Gastgeber in dieser Loge? Wie du richtig sagst, Leo Lugner, der frisch angetraute Ehemann von Jacqueline Lugner, der liebt ja das Rampenlicht, der, könnte ich mir vorstellen, sieht sich schon in der Loge dadurch aus. Und Jacqueline wird sie mitgehen und das wird sie natürlich auch machen. Aber sie ist, wie gesagt, sie wird das sicher dezent machen, könnte ich mir vorstellen. Welche Rolle Simone da spielen wird, ist die nächste Frage. Wird sie dann auch in der Loge dabei sein? Nachdem die Familie aber da jetzt nicht so eine Einigkeit bis dato demonstriert hat, könnte ich mir vorstellen, dass das nicht der Fall ist. Also du hast gesagt, wie also Erbstreit
wird es höchstwahrscheinlich jetzt keinen geben, ist dein letzter Stand, denn er hat alles geregelt, alle seine vier Kinder, er hat ja noch eine uneheliche Tochter, die in den USA lebt, in Nevada, die sogar Richterin ist, also auch sie wird bedacht werden. Dennoch eben, gerade eben, was jetzt die Lugner City betrifft und diese Fragen, da ist vieles offen. Kannst du dir vorstellen, man wird sich vielleicht an die Öffentlichkeit wenden in nächster Zeit, wie es jetzt weitergeht, nachdem ja sich die Medien so sehr dafür interessieren? Und auf der anderen Seite kannst du dir auch, die Frage ist auch, wie es mit Simone weitergeht. Denn jetzt ist ja eigentlich der Hauptgrund weg, warum sie in dieser Villa wohnt, warum sie hier ist, in Wien. Sie hatte davor schon eine sehr gute Karriere gehabt. Also Punkt eins, ich glaube jetzt in der Lugner City wird es jetzt so weitergehen, dass man jetzt einmal, jetzt muss man mal alles regeln, jetzt muss einmal geklärt werden, wann ist das Begräbnis. Damit wird man natürlich zuallererst in die Öffentlichkeit gehen und dann wird man sicher sukzessive die Öffentlichkeit teilhaben lassen an dem, wie die Pläne weiter sind. Ich glaube, dieser Tradition der Lugner Familie wird man treu bleiben. Hat man ja auch schon gesehen, Christina Lugner heute mit einer Pressekonferenz einen Tag nach dem Ableben von Richard Lugner. Das ist auch alles ganz in seinem Sinne. Also ich glaube, das ist auch gar nicht zu kritisieren, weil er hätte es nicht anders gemacht. Er hätte vielleicht diese Pressekonferenz gerne in der Lugner City gesehen und nicht im Strandcafé. Aber im Grunde genommen hätte er das sicher befürwortet, dass man da die Öffentlichkeit teilhaben lässt und Informationen weitergibt. Und ich glaube, das wird auch weiterhin so sein, in einem gewissen Rahmen natürlich. Also es werden da sicher keine Details ausgeplaudert werden, wer wie viel exakt bekommt. Aber im Großen und Ganzen könnte ich mir schon vorstellen, dass die Öffentlichkeit an dem auch teilhaben kann. Und mit Simone ist ja die große Frage. Also für sie ist das natürlich sehr hart, weil sie hatte nicht sehr lange Zeit, sich hier als seine Ehefrau zu etablieren und auch zu zeigen, dass sie ihn liebt, dass sie mit ihm verheiratet ist, der Liebe wegen. Das war jetzt alles wahnsinnig kurz. Und sie hatte nicht Zeit, sich lange in dieses Familienleben einzufügen, auch ihre Rolle in der Öffentlichkeit wahrzunehmen. Es ist die Frage, ob sie das jetzt tun wird und kann und sich da auch durchsetzen kann, weil natürlich dieser Familienverband, der Alteingesessene, ist natürlich sehr stark. Wäre ihr für sie zu wünschen. Oder vielleicht möchte sie sich ohnehin zurückziehen und das nicht tun, so schätze ich sie aber nicht ein. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie das auch im Sinne von Richard Lugner, der das ja auch eindeutig so wollte und das auch so festgelegt hat, dass sie ihre Rolle in der Lugner City hat, dass sie ihren Job hat, dass sie nicht nur 5.000 Euro im Monat bekommt und damit dann verschwindet. Sie soll ja auch ein Wohnrecht in der Villa haben. Informationen zufolge. Das heißt, es könnte durchaus sein, dass sie auch in der Villa bleibt und in der Lugner City ihrem Job nachgeht. Und vielleicht findet sich dann auch ein Konsens mit der Familie und man kann da im gemeinsamen Einvernehmen im Sinne des Verstorbenen arbeiten. Dazu würde ich auch noch sagen, kannst du dir vorstellen, dass Richard Lugner auch darüber nachgedacht hat, was passiert, wenn er früher sterben sollte? Wer wird ihm in seine Fußstapfen treten in Bezug auf den Opernball? Vielleicht hat er sich ja auch darüber schon Gedanken gemacht. Das ist durchaus möglich. Nachdem er dürfte sich ja schon Gedanken über sein Ableben gemacht haben. Das auf jeden Fall. Weil er hat ja eben den Grabstein noch gekauft, er hat die Gruft noch ausheben lassen. Also das war schon das Testament komplett geändert, und also nicht komplett geändert, aber alles so fixiert, wie er das dann letztlich wollte. Also ich könnte mir durchaus vorstellen, dass er sich auch zum Opernball Gedanken gemacht hat und vielleicht überrascht er uns ja auch noch sozusagen aus dem Jenseits mit einem großartigen Gast oder mit etwas am Opernball, mit dem wir nicht gerechnet haben. Das ist durchaus möglich bei Richard Lugner. Kommen wir eben jetzt vielleicht auch noch zum Begräbnis selbst. Das wird stattfinden, also die Trauerfeier wird stattfinden in der Kirche am Karsgraben. Die hat er sehr gerne gehabt. Da wurde auch, glaube ich, seine Tochter getauft. Die wurde jetzt getraut, erst vor wenigen Wochen. Auch, genau. Sie wurde dort getauft, ja, und sie hat auch dort geheiratet. Genau. Mhm. Also das ist für Jacqueline ist das natürlich ein sehr, sehr schwerer Weg ohnehin. Dann noch dazu, ihrem Vater zu gedenken in der Kirche, in der sie erst kürzlich das Fest der Liebe und ein sehr schönes Fest gefeiert hat. Und jetzt muss sie ihren Vater dort verabschieden. Also das wird schon ein sehr harter Tag für sie werden. Es ist, glaube ich, für sie überhaupt eine sehr schwierige Zeit.
verständlicherweise. Und dann wird es ein großes, großes Begräbnis geben am Grinzinger Friedhof. Und wir gehen alle davon aus, es werden da wirklich, wirklich viele Menschen erwartet. Weil es war schon bei seiner Hochzeit jetzt vor wenigen Wochen, war es ja so, dass es wahnsinnig viele Zaungäste begeistert hat, dass Richard Lugner nochmal Ja sagt. Die wollten ihn sehen, die wollten ihm die Hände schütteln. Und ich glaube, die wollen sich jetzt auch verabschieden von ihm. Er hat einfach so wahnsinnig viele Fans in dem Land, einen Bekanntheitsgrad, der unvergleichlich ist. Und dementsprechend wird das ein sehr, sehr großer Menschenandrang werden bei diesem Begräbnis. Und natürlich ein öffentliches Begräbnis, also wahrscheinlich mit Medienbeteiligung. Kann ich mir durchaus vorstellen. Also für mich ist es ganz selbstverständlich, bis dato sind keine Informationen diesbezüglich draußen. Aber wir gehen alle davon aus, es wäre ganz in seinem Sinn gewesen, dass da in der ersten Reihe am besten wahrscheinlich alle Kamerateams stehen dürfen und das begleiten dürfen. Dementsprechend könnte ich mir vorstellen, dass es auch noch länger dauert, bis das Begräbnis stattfindet, weil das organisatorisch jetzt einfach alles unter Dach und Fach zu bringen ist. Was ja oft gar nicht so leicht ist, weil ja auch so ein Friedhof ja auch seine Grenzen hat von der Menschenmenge, die zu fassen ist. Der Grinzinger Friedhof ist ja jetzt nicht wie der Zentralfriedhof, darf man auch nicht vergessen. Also da ist jetzt noch sehr viel zu tun. Vielleicht wird auch noch die Gruft fertiggestellt vorher, so wie er das wollte. Vielleicht muss noch der Zylinder angefertigt werden, der auf seinen Grabstein kommt angeblich. Wobei, das wird sich wahrscheinlich nicht mehr ausgehen, das wird im Nachhinein stattfinden dann. Aber es wird ein sehr, sehr großes Ereignis, bei dem wir sicher alle dabei sind.